Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total Chaos, Total Conversion, Total Destruction. So, weiter. Weiter. Dankeschön. So. Wo waren wir jetzt überhaupt? Von da kamen wir. Ach nee. Von da kamen wir. Da ist das Telefon. Hier müssen wir lang. Gott, sieht ja alles so gleich aus. Ich glaube, gleich kommen wir in den Bereich, wo es mit den Monstern losging. Oder mit runterfallenden Eimern. Aber thank you very much. Okay. Verstehe. Ist ja gut jetzt hier aus. Oh, hopeless. Hoffnungslos, ja. Ich bin auch hoffnungslos, weil ich hier nicht durchkomme durch dieses super offene Öffnung. Große Öffnung. Ja, was auch immer. Deine Mutter. Ja. Erstmal Sachen kaputt machen, wie man es als Gentleman tut. I guess. Oh, Dosenfleisch. Was wie hoch? Dicke Zigarette. Genau, das ist so ein Stock. Und das sind diverse Sachen. Oh, wir haben schon. Oh, cost radiation damage. Verdammte Kacke. Und ja, mittlerweile schon 50 von 180 Pfund. Also langsam muss ich ein bisschen aufpassen, aber ich glaube mal ganz ehrlich. Wenn das hier Radiation Damage kostet, dann können wir das ja eigentlich fast wegschmeißen. Das bringt denn ja kaum was. Verbraucht auch 10 Pfund als ganzen Stack. Ha. Machen. Ja, I don't know. Wenn wir zu voll werden, irgendwann, wenn wir das. Ja gut, direkt noch mehr. Geil. Ausgerechnet das, was wir nicht brauchen wollen, bekommen wir am meisten. Hey Leute. Fair. Ist das hier eigentlich irgendwelche Wörter oder sowas? Nee, ne? Also ich meine, hier war jetzt hopeless. Ah ne, da war hopeless. Aber sonst ist hier auch nichts in dem Raum, oder? Außer ein paar Gesichter. Ey, ganz ehrlich, mit dieser Taschenlampe macht das gleich noch viel mehr Spaß. Weil einfach die Atmosphäre dadurch noch mal mehr kommt. Als wenn es einfach nur so komplett grau ist. Weißt du, was ich meine? Das ist richtig genial. Achso, ja, übrigens, also ist ein Bug von einer Taschenlampen-Mod. Wenn man jetzt irgendwo Licht hinleuchtet, zum Beispiel jetzt da in die Ecke, und man das Licht ausmacht, dann bleibt das Licht immer noch in der Ecke. Das heißt, wenn ich jetzt hier mich hindrehe, und da das Licht gegen die Wand mache, sieht man ganz kurz, wie das Licht noch kurz da aufblitzt. Guck mal jetzt, da. Also wie gesagt, das ist ein, ja, man gewöhnt sich dran. Ist nicht schön, aber jetzt auch nicht so schlimm. Oh, hier erinnere ich mich sogar noch. Hier werden wir gehauntet. Mit die Schlüsseldinger. Wo wir erstmal einen Key brauchen. Ah, wo bist du, Drecksack? Ich weiß, dass du hier bist. Hier ist ein Schlüssel. Ich glaube, ich habe gerade Fußspur gehört. Aber ich sehe keinen. Ach, genau, hier liegt der. Ach ja, stimmt, der scheint der erste Mal Schlüssel, der sich geholt hat. So war das. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier in Ruhe Sachen looten. Genau, hier gab es ganz viele Kisten.
Da hinten ist übrigens noch ein Schalter. Wer sich wundert, wie die ganzen Schalter geblieben sind. Die sind alle hier. Oh, noch eine Axt. Stock. Zum Bauen von Waffen. Gut geeignet. Ja. Ich hätte gerne noch ein paar essbare Sachen, wo ich keine Radiation Damage bekomme. Vielleicht noch ein paar Äpfel oder irgendwie sowas. Ah, alles scheiß Dreck. Muss das Wodka? Noch ein bisschen Klebestreifen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Klebestreifen benutzen konnte. Ich glaube, das war also zum einen, um Verband zu machen. Digga, diese Geräusche hier. Zum einen, um Verband zu machen und zum anderen konnte man damit aber auch irgendein. Mit einer Schere und Klebeband und noch irgendwas konnte man irgendwie so eine. Ja, so eine Art Keule bauen, wo man eine Schere oben irgendwie so. Ich habe keine Ahnung mehr. Vielleicht habe ich es verwechselt jetzt gerade mit einem ganz anderen Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ach, das Dirty Water. Dirty Water. Ach man. Naja. Gut, dann gehen wir mal rein. Und da ist der Schlüssel, den wir für die ganzen Dinger brauchen. T, how many times do I have to tell you about door 237? Because of your stupidity, when you try to open the security gates, the entire block grid went offline again. Until you get to the wiring fixes, we have to disable all couplings to open the door. You cannot even do your job right. If this incompetence continues, you will be asked to leave. I will not hand out another warning about this. Auf Deutsch? Ja. Wir sind dumm, weil wir es nicht schaffen, die Tür 237 zu reparieren. Und aufgrund unserer Dummheit, Stupidity, muss man jetzt alle Hebel betätigen, damit sich das Tor öffnet. Das, was vorhin nicht einmal zugegangen ist. Oder der Ausgang. Stimmt, aber noch Ausgang. Solange bis du die Verkabelung gefixt bekommst. Achso, das ist gar nicht an uns gerichtet, sondern an irgendeinen anderen. Nevermind. Ich dachte, wir sind drin angesprochen. Ja. Irgendjemand hat die Verkabelung nicht richtig hinbekommen. So, hier sind noch mehr Kisten. Ich will einfach durchlaufen. Das Ding hat nicht mehr eine Rückwand. Ja, moin. Die Frage ist, jetzt müsste eigentlich schon diese eine Zombie rumlaufen. Läuft der jetzt schon rum? Wenn wir jetzt hier einfach stehen bleiben, kommt irgendwann rein oder was? Oder hat er uns quasi noch nicht gesehen, weil wir noch nicht den Raum verlassen haben? Gut, hier ist auch nichts. Ich würde mal gerne mal. Also erstmal brauchen wir eine ordentliche Waffe. Ich glaube, wir nehmen mal die hier. Müsste er, glaube ich, da hinten sein? Ja, da hinten ist er. Man sieht ihn ganz schwach, aber jetzt kommt er. Jetzt sieht man ihn richtig gut. Die Frage ist, kommt er jetzt, wenn wir jetzt hier. Kommt er jetzt hier rein oder was? Ach ja, die fangen auch irgendwann an zu rennen, ne? So. Was? Ich hab nicht getroffen? Junge, ich hab auf die Fresse und nix? Like, what the fuck, dude? Dankeschön. Dankeschön. Ja, ja, haben wir schon gelesen. Weg hier. Ich hasse mein Leben. Hammer, Nackholm. Glaubt ihr, wir sind jetzt immer noch leer dann? Ja, immer noch leer. Gut. Was? Bullshit. Komm mal her, hier. Aha. Ich
Komm her, komm her, komm her. Jawohl. Ja. Gefickt, der Fisch. Nice. Übrigens, ihr müsst mal unten auf die Ausdauerleiste achten, die jetzt leer gegangen ist. Mit diesen Waffen ist es ganz komisch. Du kannst ja quasi ausholen und dann lädt sich das Ding auf. Du musst aber beachten, wenn du dich gerade verausgabt hast, dann kann sich das Ding nur so weit aufladen, wie der Balken ist. Selbst wenn du jetzt die ganze Zeit einfach nur rumstehst, wird der Balken nicht voller. Du greifst also nicht mehr mit voller Kraft an. Das ist richtig dumm, muss man wissen. Habe ich mich früher einige Male aufs Maul legen lassen, weil ich aufgrund dessen nicht richtig angreifen konnte. So, wenn wir ja Dinger hier machen. Unlocked Whisky. 5 brauchen wir noch. Ach ja, siehst du hier, der hier vorne ist, müssen wir auch noch mal machen. Wir gehen einfach mal hier rum. Digga, diese Geräusche am Nacken. Hier noch einer. Hier war auch der Ausgang, genau da hinten. Y237 Mi. Ist 237 irgendein Wort? Irgendeine Zahlenkombi für irgendwas? Hat man ja meistens in Amerika, dass irgendwelche Postleitzahlen, also irgendwelche Nummern für irgendwelche Postleitzahlen stehen. Und das dann irgendeinen tieferen Sinn hat, den man als Außenstehender gar nicht kennt. Hey. Muss ja ganz nah rangehen. Und dabei fasse ich solche Dinger nur mit der Kneifzange an. Haha. Aber uff. Ah, das ist das Tor. Ja, es geht auf. Schaut nur, wie es aufgeht. Ja, und man kann letztendlich diesen Zombie auch einfach abhängen, indem man einfach immer flüchtet. Und dann könnte man hier mit dem Tor quasi aussperren. Ja. Macht jetzt in unserem Fall nicht so viel Sinn, weil er ist bereits tot. So. Aber ich will gerne die Kisten hier aufmachen. Warum kann ich hier nicht rein? Das ist ein Betrug. Oh, ich habe Hunger. Dann wollen wir mal was essen. Was gibt es denn richtig schön? Boah, Alter, die gibt richtig Sättigung. Wow. Okay, die gefallen mir. Dann essen wir davon mal direkt ein. Ach, guck mal, die geben mir Radiation, geben mir aber dafür einen Stamina-Boost. Minimal. Aber ganz ehrlich, ich glaube doch eher... Ich schmeiß sie einfach weg, ganz ehrlich. Was ist mit dir? Lower Health? Ja, ja, guck dir mal die Werte an. Leg mal am Arsch. Weg damit. Dirty Water. Kann man das irgendwas gebrauchen zum Basteln? Ich glaube, wenn man das irgendwas gebrauchen könnte, müsste es jetzt hier mit dabei stehen, ne? Obwohl, you can... was? The liquid is brown and heavy. The water has potential being spoiled by radiation. After drink the water, you can then... Achso, use a bottle of water in any incoming... Ja, also, man müsste jetzt mal austrinken, damit man dann die leeren Flaschen als Wurfgeschosse nutzen kann. Siehst du, eigentlich müsste ich auch die Dinger hier alle als Wurfgeschosse nutzen können, oder? Nein, das wollte ich. Kann ich die einfach in mein Soul-Slot packen? Nein, geht nicht. Natürlich geht's nicht. Ach Mann. Das wäre wieder Logik, weißt du? So richtig schöne Stahl kann die richtig schön Damage machen. Wenn du so ein Ding ins Gesicht bekommst, du schießt die nächsten 3 Tage nicht mehr auf. Aber nein, natürlich kann man es nicht. Ohne Scheißendreck. Ich würde die erstmal aufheben. Wer sind die? 2 Pfund, ja, können wir machen. Wir essen mal erstmal hier eine Salami. Bam. Und dann noch, ja, reicht erstmal. Ja. Sollte so erstmal ganz gut sein. Gut, das hier ist so ein One-Way-Ding. Hier kommt man nicht mehr hoch. Ja, aber jetzt haben wir verschissen. Und wir bekommen noch eine random Spritze. Und noch ein Verband. Den Verband können wir... Oh, gleich 2, 3 Verbände. Wir können die gleich mal hier auf unser Slot 4 packen. Was bist du? Ein Energy Drink. Ah, genau. Die Dinger, die geben halt einen Stamina Boost.
Und zwar ordentlich, gleich fast zur Hälfte. Und das ist halt wie im echten Leben. Energy Drink ist halt so viel Chemie. Du hast halt mehr Chemie als Wasser drinne. Und aufgrund dessen können die Dinge auch nicht schlecht werden. Hat es wirklich, ne? Also, der, selbst wenn diese Apokalypse hier in dem Spiel noch 3000 Jahre gegangen wäre, wäre es halt immer noch gut. Das ist halt einfach Spitting Facts. Hier hinter kommt, glaube ich, so eine Rennpassage. Von daher speichere ich mal vorher. Und dann schalte ich mal mein Licht ein. Und sage Augen zu und durch. Oh, die war mit Stein. Die Schweine. Lass mir raus hier. Die Bims. Ein Doktor. Juhu. Oh, die kommen mal, Uli. Ja, da kommen auch noch welche. Die können wir aber ausweichen. Oh, die fangen an zu rennen. Weg. Aua. Ah. Warum haut mich jetzt zweimal? Nein. Bin ich gerade gestorben? Weil die mich dreimal abgeworfen haben? Die Schweine. So, jetzt mal im Dunkeln. Wow. Hat sogar die weißen Augen gesehen. Leck mir Mord. Ich hoffe, es ist halt nur für YouTube nicht zu dunkel. Das darf man überhaupt nicht mehr erkennen. Ey, ist halt voll dunkel. Wozu gibt es überhaupt Lichter, wenn man die Lichter eh nicht nutzen kann? Ey, boah, Alter. Ey, die rennen ja alle bereits. Warum rennen die alle schon? Aua. Naja. Gott, dammit. Hab ich eine Waffe? Und das Ding hier hält halt gar nichts. Aber wir haben nicht wirklich irgendwie, was wir als Waffe benutzen können. Weil mit dem Ding. Wir haben direkt am Anfang 4 Stück hinter uns her rennen. Während wir den einen vermöbeln uns die anderen 3. Das ist wie auf dem Schulhof. So. Da habe ich Erfahrung mit. Was? Zigaretten verringern den Hunger? Isst man die? Consumable. Scheiß die Wand an. Ich meine, es gibt so eine Kaugummi-Zigaretten. Kannst du dann auspacken und kannst du also einfach ein Kaugummi. Ne? Aber I don't think that's what they mean here. A box of smokes. Ja. Smoke weed every day. Ja, was machen wir denn jetzt am dümmsten? Einfach so probieren, wie es. Übrigens, es gibt hier keine Schwierigkeitseinstellung, ne? Also, das, können wir Leute nacheinander anlocken? Aua! Alter, die werfen mir alle gleich mit Stein hier. Ey, aua. Ey, wirf doch! Haut doch! Ach, Axt ist kaputt gegangen. Ach, scheiße, die war dann. Gut, kann man die Axt auch so kaputt machen? Ja, man kann sie. Jawohl. Jetzt müssen wir nämlich, wenn sie kaputt ist, genau, können wir uns nämlich jetzt eine neue bauen. Wir packen einfach das da rein und dann packen wir das da rein und dann packen wir, wo ist der Kleber? Kleber da rein. Und schon haben wir eine wunderbare Form, neue, schöne, was? Dings. Geil. Nein, Mann, da. So. Jawohl. Hello there. Aua. Ich sag ja, das funktioniert nicht. Ja. Ey. Braucht einfach schon zu lange, um aus. Also, ich weiß nicht, wie lange der Junge braucht, um auszuholen. 4. Statuswerte. Ja.
Zacke. Digga, wo kann ich vielleicht noch einen nehmen? Holy shit. Haben wir noch irgendwas, was? Irgendwas? Ich habe hier auch hier. Ah, nee, lass mal lieber. Weil die haben ganz schön viel Debuffs. Hey, komm her. Komm. Also bei fängt der eine an den anderen fest. Ah, da kommt der. Oh, ausholen und. Jawohl! Okay, das hat geklappt. Das war doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Wir müssen es halt nur schaffen, zweimal auf die zuzuknallen. Dann. Hello there, hello. Weil das Problem ist halt, du musst halt immer erst warten, ne? Du musst halt erst warten, bis der untere Balken sich aufgebaut hat. Dann kannst du erst die Hatte zurücknehmen und musst warten, bis er dann nochmal hell geworden ist. Deswegen, du brauchst, gerade wenn du Stamina verbraucht hast, ewig lange, bis du wieder zuhauen kannst. Das ist halt super behindert. Nein, nicht werfen! Ah! Du Hure! Hey! Alter! Da wird aber einer wissen hier. Oh, danke. Holy Wackamoli. Aua. Nein, nein, wieso hast du nicht? Oh, come on. Okay, ich versuche einfach mit durchrennen. Leg mir am Arsch. Ist alles halt egal hier. Let's go. Ich glaube, so hat das Spiel es eh vorgesehen, dass man hier rennt. Also von daher. Also einfach rennen. Ja. Alter. Nein. Alter. Verdammt. Habe ich Blutung? Ja. Hey. Nein. Danke. What a bitch, slap, bitch, bitch. Bitch, bitch, bitch. Bleibt einfach die ganze Zeit da stehen oder was? Nicht hauen. Oh, ein Stein. Schade, kann ich nicht aufheben. Verdammt. Ach ja, weil das. Something we have both desired for a long time. Your presence in this place means you are willing to do what I ask of you. If you follow my requests, then I will take you to what it is you desire. Geld und Frauen. Harem, ich komme. Oh, ein paar Klamotten. Damit ich nicht mehr so nackt bin. Armor. Ja. Aber die wiegt bestimmt ordentlich, ne? Ja, wobei 5 Pfund gerade mal. Ja, okay, es wiegt also, selbst wenn ich das anziehe, wiegt es immer noch. Gibt's ja so manche Spiele, ne, dass nur Sachen zum Gewicht zusammenzählen, die halt wirklich hier im Inventar drin sind. Aber hier ist es tatsächlich nicht der Fall. Okay, wir haben ganz schön Hunger. Nicht Hunger. Hier, Verwundung. Die Frage ist. Okay, die bringen wir auch. Also ja, die bringen wirklich fast kaum was. Ich würde fast sagen. Ah. Ich wünschte, wir würden mehr Verbandskästen finden. Gut, ich meine, einen habe ich ja direkt am Anfang des Spiels erstmal direkt verschwenden. Nur dieses Dosenfutter, was Radiation gibt. Ernsthaft? Mann, es gibt so viele andere leckere Sachen. Salami zum Beispiel. Leck mir im Arsch. Ja, wie gesagt, eins haben wir direkt am Anfang verschwendet. Wow. War gerade ein ordentliches Gestocker hier. Oh.
das Spiel weiß, dass ich die Dinger nicht mehr haben möchte, kann das sein? Kann man sich diese Sache eigentlich nochmal anzeigen lassen? Irgendwie so eine Art Journal für die Texte? Aber was ist denn hier? Ja, ne, hier gibt es nur die Zelle, die wir gefunden haben. Options. Total Chaos Options. Gibt's hier irgendwie was? Ne, Controls, Open, Movement, gibt's hier irgendwas extra? Turnover, gibt's irgendwas speziell? Journal, Inventar. Vielleicht eine Konsole? Ne, auch nicht. Schade. Auf jeden Fall am Anfang meinte er, also als drinnen bei dem Raum, meinte er irgendwas mit, dass er denkt, dass nur weil ich hier bin, ich ihnen folgen möchte. Also dass meine Präsenz hier ein Beweis für ihn ist, dass ich tue, was er sagt. So, hallo, wenn einer dominant ist, dann ich, so, bitte, please, ja. Und jetzt gerade hier meinte er irgendwie eine Mine, ein bisschen war runter, weil da irgendwas ist, ich habe keine Ahnung mehr. Der Junge spricht so schnell. Er spricht ja fast so schnell wie ich. Oh, danke. Noch mehr? Nö. Ja. Ach, leck mich doch. Und da geht's rein. Das ist nicht so geil. Der geile Geräusche hier. Da geht's noch weiter rein. Dafür, dass es ein geschlossener Raum ist, ist es ganz schön laut hier. Hey. Na, Wodka. Wodka. Gut, aber ich... Alter, voll laut. Aber ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle erstmal kurz speichern und dann das da. So. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.